Ja, herzlich willkommen zu unserem Vortrag. Näher an Mund? Okay. Ah ja, so ist besser. Dann nochmal herzlich willkommen zu unserem Vortrag. Mein Name ist Felix Bezin, das ist Jonas Schönfelder. Und wir reden heute über Podcasten aus dem Bundestag und wie wir lernten, die Bombe zu lieben. Oder auch die Entstehung eines politischen Formats, denn das Ganze ist mehr oder weniger auch immer zufallsbehaftet. Und wir wollen einfach mal aus Podcaster-Sicht darüber sprechen, was es bedeutet, ein Format ja zu entwickeln, während man es ja vorantreibt und was das Format mit einem macht und was wir mit dem Format machen können. Und ja, dann steigen wir direkt mal ein. Unser Podcast heißt Technische Aufklärung. Eine Frage in die Runde, wer hört denn diesen Podcast? Cool, danke. Immer wieder schön, Hörer zu sehen. Barbara auch, super. ja, dann... Was machen wir? Worüber berichten wir? Ah ja, genau, unsere Tagline. Technische Aufklärung berichtet über den Geheimdienstuntersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag. Und ja, da sitzen wir einfach als Besucher und lauter? Muss ich lauter hier reinreden? Ja, ah, okay. Ich bin schon ziemlich nah dran. Gut, aber lauter. Genau, also wir berichten in diesem Format über den Geheimdienstuntersuchungsausschuss und was da passiert, sitzen als Besucher drin und ja, und was wir genau abdecken, dazu kommen wir später nochmal. Jetzt übernimmt Jonas. Genau, am Anfang stand natürlich die Idee, überhaupt so einen Podcast zu machen und eigentlich war es so, Felix und ich haben beide Interesse für den Ausschuss, wir wollen gerne die Arbeit verfolgen, weil uns eben dieser gesamte Geheimdienstskandal interessiert. Und es gibt natürlich schon eine ganze Menge von Medien, die darüber berichten. Also das ist jetzt so eine Auswahl von denen, die eigentlich fast immer Journalisten vor Ort haben, die dann auch den ganzen Tag da sind, die da auch drüber berichten. Das Problem ist, oder was heißt Problem, aber es sind halt relativ kurze Artikel. Es ist sehr gut kondensiert sozusagen, zusammengedampft, was da im Ausschuss passiert. Aber natürlich ist es für Leute, die vielleicht sich mehr damit auseinandersetzen wollen, ein bisschen zu wenig. Und uns an manchen Ausschusstagen, jetzt zum Beispiel die Sitzung am Donnerstag, wo jetzt nicht so viel bei rumkam, da wird dann zum Beispiel auch vielleicht mal beim Deutschlandfunk was und so, wird dann gar kein Beitrag gemacht, weil es halt für die normalen Nachrichtennutzer vielleicht nicht interessant genug ist. Aber es gibt vielleicht Leute, die es trotzdem interessiert und die was darüber hören wollen. Und dann gibt es natürlich die andere Seite der Berichterstattung, nämlich netzpolitik.org, die machen, ich glaube, komplett seit Anfang, also seit es den Ausschuss gibt, seit März 2014, machen die von jeder Sitzung einen Live-Blog. Man muss dazu sagen, es ist eben nicht erlaubt, Bild- und Tonaufnahmen während der Sitzung zu machen, aber es ist eben möglich, daraus zu bloggen. Das macht netzpolitik.org eben, das sieht dann aber so aus, das ist auch, glaube ich, nur eine Auswahl, das ist noch nicht mal ein komplettes Protokoll. Das heißt, wenn man halt am nächsten Tag oder am Abend nach der Sitzung sich vielleicht was dazu durchlesen möchte oder sich damit auseinandersetzen möchte, ist das vielleicht auch nicht unbedingt die geeignete Form, um abends sich noch damit auseinanderzusetzen. Da braucht man halt, weiß ich nicht, locker 45 Minuten, um das durchzulesen. Gut, muss man vielleicht bei uns auch investieren, aber das kann man halt dann nebenher machen. Auf jeden Fall war eben das Interesse an dem Ausschuss da, aber die Berichterstattung hat uns noch nicht so ganz zufriedengestellt. Genau. Und weit bevor wir angefangen haben mit dem Technischen Aufklärung-Podcast, hatte ich nämlich mal eine Gastshow gemacht für mein kleines Format am Mikrofon, wo ich sehr, sehr wenig mache. Aber es kommen Folgen, versprochen. Und zwar hatte ich letztes Jahr im November einfach mal aufgrund den Tipp von Jonas, der mich irgendwie anrief, ja, du, ich war ja neulich im NSA-Ausschuss, da kann man einfach reingehen, super cool. Dachte ich, das ist aber spannend für mein am Mikrofon. Da mache ich mal eine Folge, die ist so einmal, ich begleite mal den André Meister, guck, was der da macht. Das habe ich dann auch gemacht. Und fand das dann total spannend. Die Folge war an sich so abgeschlossen. Was macht man so im Ausschuss? Alles klar, danke. Und so richtig losgelassen hat es uns aber nicht. Nächste Folie. Denn, ja, eigentlich kannst du dich schon direkt übernehmen. Irgendwann rief mich nämlich Jonas an, du Felix, wir müssen da nochmal was machen. Genau, es begab sich dann im Juni diesen Jahres, irgendwann lag ich abends im Bett und habe Felix geschrieben, wollen wir nicht einen Podcast über den Ausschuss machen? Und Felix hat dann geschrieben, ja, es klingt nach einer coolen Idee. Und zu dem Zeitpunkt war es so, es standen noch 5 Sitzungen vor der Sommerpause des Bundestages aus. Und dann haben wir einfach relativ spontan beschlossen, dass wir ab der nächsten Sitzung, die dann auch schon nächste Woche stattfand,
diesen Podcast beginnen und haben uns dann relativ schnell irgendwie, ja gut, Webseite eingerichtet, haben gesagt, wir machen das und wollten eben genau diese 5 Sitzungen, also es war dann irgendwo hier im Juni, wir haben irgendwie am Anfang Juni haben wir das beschlossen und dann gab es eben noch diese lilanen Striche, sind eben die Sitzungswochen des Bundestages und da gab es dann eben noch 5 Sitzungen, bis dann diese lange grauer Bereich kommt, wo die Sommerpause war und die haben wir halt alle mitgenommen und sind dann eben in der nächsten Woche hingegangen zum Ausschuss. Vielleicht kurz zur Information, wo ist das überhaupt? Der Bundestag ist ja nicht nur das Reichstagsgebäude, sondern natürlich auch noch andere Gebäude. Das Reichstagsgebäude wäre jetzt hier links außerhalb des Bildes und im linken Bereich des Bildes sieht man eben das Paul-Löbe-Haus und da ist der Europasaal, das ist der zweitgrößte Saal im Bundestag und dort findet normalerweise die Ausschusssitzung statt, oben in diesem Bereich, wo das da grau zugezogen ist, die Fenster, genau. Da hatten wir uns natürlich gefragt, ja, was machen wir denn eigentlich? Und am Anfang war für mich recht schnell klar, ich werde nicht zum NSA-Spezialisten und ich werde mich da auch nicht jetzt wochenlang doch vorbereiten und hier reinlesen und alle Gesetze dazu lesen und BND-Gesetze und was es alles gibt, weil der Anspruch, also da kann man jedenfalls nicht so mal schnell jetzt einen Podcast aufsetzen, bis man da ein Profi ist, das dauert einfach zu lang. Darum hatte ich da gleich die Idee, Mensch, ja, wir müssen sofort eigentlich den André wieder aktivieren, weil der kann nicht nur so einen Tag mit uns zusammenfassen, auch wenn wir selber drin sitzen, sondern er kann Sachen auch besser einordnen. Also die Spezialisten sind da, vor allem von der Presse. Und wir müssen eigentlich es nur schaffen, für unser Format dieses Wissen irgendwie zu bündeln und ja nach außen zu bringen. Und wenn man es selber nicht können, holt man sich halt Leute, die es können. Und da war halt klar, okay, wir müssen auf jeden Fall Leute interviewen, also Auswertungsrunde. Ein anderes Konzept, was wir mit eingebaut haben, ist die Statements der Politiker in den Pausen. Und ja, gibt's immer wieder Statements vor den Journalisten und die Tagesschau ist ja auch da. Und Jonas habe ich auch schon mal in der Tagesschau erkannt, weil wir halt dann auch da immer stehen und Sachen mit aufnehmen. Und da war klar, cool, das nehmen wir mit auf. Und wie es im Podcast so ist, man hatte die Möglichkeit, Sachen einfach auch stehen zu lassen. Wir müssen nicht verdammt kürzen, so wie die Tagesschau, diesen einen Satz, den nehmen wir rein, das ist die Kernaussage. Nee, wir können das stehen lassen, weil die Politiker es auch wirklich schaffen, also rhetorisch geschult, wie sie sind, wirklich eine gute Zusammenfassung zu geben von dem, was da passiert. Natürlich auch betreffend ihrer ja, parteipolitischen Positionierung, aber auch das können wir alles abbilden. Also haben wir diese Interviews, also diese Statements der Politiker drinne, dann die Interviews in so Kaffeepausen, die sind alle ansprechbar. Auch ich habe schon den Hans-Christian Ströbel einfach mal in so einer Pause gefragt, ja, kann ich mal 3 Fragen stellen? Zack, Mikro rausgeholt, 3 Fragen gestellt. Und das ist dann cool, wenn man dann so ein Exklusiv-Interview hat, ein ganz kleines. Und das kann man dann auch noch mit einbauen. Und das vierte Element ist die Moderation. Weil die Moderation, haben wir uns gedacht, wenn wir schon so viele Sachen da einbauen, wir müssen ja alles irgendwie ein bisschen verbinden. Und das war gar nicht so leicht. Am Anfang haben wir gesagt, wir müssen jetzt hier skripten. Das war eigentlich ich will nicht sagen eine Falle, aber wir haben es jetzt auch sein gelassen, weil man kriegt's irgendwann mit den Skripten auch nicht mehr gebacken. Am Anfang hilft es, weil man so viele Fachwörter und Fremdwörter benutzt und selbst die eigene Tagline noch nicht fließend aussprechen kann. Was sind wir eigentlich? Der Podcast aus dem Geheimdienstuntersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Allein bis wir uns auf diese Tagline geeinigt haben, hat ewig gedauert. Dann will man sie auch richtig aussprechen, also fängt man an, sie zu skripten. Und irgendwann saßen wir dann da, abends spät, weit nach Mitternacht, zu Hause bei Jonas mit Headsets auf und haben dann probiert, diese ganzen Elemente mit so Moderationen zu verbinden. Und wir konnten uns nicht mehr konzentrieren. Und irgendwann haben wir gesagt, das geht so nicht mehr, wir müssen das jetzt frei einsprechen. Wenig Postproduktion und wir machen das jetzt alles vor Ort und sprechen jetzt so viel wie geht Moderation vor Ort ein. Auch wenn wir einen Einspieler haben, wenn ich weiß, ich habe vorhin ein Interview gemacht, denn ich moderiere das einfach an, mache dann eine Sprechpause, sodass ich das nachher da reinschneiden kann. Weil wir müssen einfach da Zeit sparen, sonst kommen wir nicht voran. Soviel zum Skripten. Genau, dann möchten wir nochmal kurz so den Ablauf und auch letztlich auch unseren Workflow ein bisschen zeigen. Also so eine Sitzung, die beginnen meistens, also eigentlich immer vormittags, entweder so um 9 Uhr sind sie angesetzt oder so 11.30 Uhr. Meistens gibt es dann davor aber noch Beratungssitzungen, wo dann die Abgeordneten eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit erstmal noch Dinge besprechen. Das heißt, es ist erstmal mit Warten verbunden. Hier ist jetzt der Vorraum vom Europasaal, hier vorne sind dann die Pressevertreter, oben rechts sieht man dann die Gäste, die warten auf die Tribüne gelassen zu werden.
Das heißt, es kann gut sein, dass man um 11.30 Uhr da ist und dann sind es erstmal noch anderthalb, zwei Stunden, also im Extremfall dann aber auch, die man noch warten muss, bis was überhaupt die öffentliche Sitzung losgeht. Dann im Idealfall kommen dann eben, nachdem die Sitzung, die Beratungssitzung vorbei ist, kommen dann eben die Politiker raus und stellen sich dann eben vor die Pressevertreter und geben dann eben ihre Statements ab. So sieht es dann aus, wenn großes Interesse der Medienvertreter ist. Das war dann wahrscheinlich irgendein, ich weiß nicht mehr, welcher Zeuge da war, aber wenn natürlich der BND-Präsident Schindler da ist, ist natürlich ein großes Interesse da. Wenn jetzt irgendein BND-Mitarbeiter aus irgendeiner Außenstelle des BNDs geladen ist, ist das für die Medien meistens nicht so interessant. Genau, also so sieht es aus, wenn großes Interesse besteht, so sieht es dann zum Beispiel aus, wenn es ein bisschen weniger Interesse besteht. Genau, aber es sind immer... Genau, aber es sind immer, ein paar Leute sind schon da und hören sich das an. Ja, und dann wird man in den Europasaal gelassen, oben auf die Besuchertribüne. Dann, wenn es Vertreter sind, die eh in der Öffentlichkeit stehen, würden dann von denen noch Bilder gemacht oder Kameraaufnahmen, also Videoaufnahmen bei BND-Zeugen, die... sozusagen, die auch oft mit nur Initialen vorgeladen werden, also zum Beispiel Frau Dr. K. oder Herr D.B., die werden dann auch gar nicht fotografiert oder sowas. Genau, und dann gibt es eben eigentlich den längsten Part des Tages, das heißt, dann gibt es diese Sitzungen, die dann bis zu, also oder im Extremfall auch über 12 Stunden lang sind. Meistens ist die Limitierung so, um 12 Uhr nachts ist vorbei, weil die Stenografen dann nicht mehr weiter... Wie nennt man das? Also die hören dann halt auf mit ihrer Arbeit um 12 Uhr nachts, ja. Genau. Es gäbe theoretisch zwar die Möglichkeit, dann noch einen Tonbandaufschnitt, also für die Stenografen machen zu lassen und dass dann eben die Stenografen das am nächsten Tag dann entsprechend aufschreiben, aber das gab es bis jetzt nicht. Also das heißt, 12 Uhr ist immer so ganz gute, man weiß ganz gut, das ist so die Deadline, aber bis dahin ist eben auch eine lange Sitzung. Ab und zu mal unterbrochen durch irgendwelche Abstimmungen, wo dann die Abgeordneten rüber in den Reichstag müssen, aber genau. Danach gibt es dann eben ab und zu, wie Felix schon gesagt hat, nochmal die Möglichkeit, irgendwie die Politiker oder sowas anzusprechen, oder es ist irgendwie, kommt auch durchaus mal vor, dass der, also mal Herr Ströble ist so ein Vertreter, der da recht kontaktfreudig ist und dann irgendwie einmal hat er uns auch Schokolade noch nach dem Ausschuss vorbeigebracht. Das ist eigentlich ganz netter Umgang da so. Und dann danach machen wir es eben so, dass wir diese Auswertungsrunde, die Felix schon angesprochen hat, aufnehmen. Das heißt, wir setzen uns eben immer mit Gästen zusammen. Der Daniel Lücking ist zum Beispiel Dauergast. Ich glaube, der war bis jetzt immer dabei. André Meister war lange dabei. Jetzt aktuell dann normalerweise die Anna von netzpolitik.org und eben noch andere Leute, die wir dann eben interviewen oder eben diese Auswertungsrunde mit drinne haben. Und ja, so war es im Sommer. Das war noch schön. Da konnte man sich dann locker auf die Stufen an die Spree setzen. Jetzt ist leider ein bisschen kalt um Mitternacht. Dann müssen wir irgendwelche Ausweichmöglichkeiten suchen. Aber das geht auch. Und dann muss natürlich geschnitten werden. Das heißt, wir haben es schon öfters so gemacht, dass wir dann noch nachts geschnitten haben. Also einer von uns dann nach Hause geht und die Sendung dann noch direkt schneidet und veröffentlicht. Das heißt, dann im Idealfall können es dann die Leute auch direkt am nächsten Morgen schon auf dem Weg zur Arbeit oder am Frühstückstisch hören. Manchmal schaffen wir das nicht, aber wir haben ja auch noch ein Leben und müssen irgendwie auch noch klarkommen. Aber ja, wir versuchen es möglichst zeitnah zu veröffentlichen. Dann ja, Anmeldung, Akkreditierung. Ihr fragt euch vielleicht, ja, wie geht denn das? Wie kommt man als Podcaster dann da rein? Brauche ich eine Presseakkreditierung? Lalala. Und das wussten wir nämlich auch nicht. Hatten uns schlau gemacht. Wir wussten aber, klar, man kann als Besucher rein. So hat Jonas ja mal angefangen. Und dann dachten wir, cool, jetzt fangen wir einen Podcast an. Wissen aber, okay, das ist eine Sicherheitsschleuse. Wie am Flughafen muss man einmal durch und alles irgendwie durch so auf so einen Scanner legen. Und was machen wir denn jetzt, wenn wir mit einem Besucherausweis da reingehen und ein H6, ein H1, Headsets. Am Anfang hatten wir noch echt alles dabei. Und Vorverstärker und was man alles braucht. Wenn wir da reingehen, dürfen wir das überhaupt reinnehmen oder darf das nur die Presse reinnehmen? Also wussten wir nicht. Die haben gesagt, Jonas hat angerufen im Presseoffice und die haben gesagt, nö, geht wohl. Das war schon mal cool. Und dann oben mit dem Gastausweis, wir hatten ja vorhin die Bilder gesehen, wo die Kameras waren. Das ist so ein bisschen abgesperrter Pressebereich. Da dachten wir, okay, jetzt sehen uns die anderen Vollzeitjournalisten mit unserem kleinen orangen Gastausweis. Dürfen wir überhaupt da stehen oder schicken die uns dann weg, wenn wir mit unserem Mikro daneben stehen? Hier, geh mal aus dem Bild. Ja, du bist nicht mal richtig Presse. All das ist nicht passiert. Ganz im Gegenteil. Wirklich, wir wurden da toll aufgenommen. Uns hat keiner beanstandet. Ganz im Gegenteil jetzt auch. Ich habe das Gefühl, dass die also dass die Politiker uns auch wertschätzen und auch vorgestern kam der Konstantin von Notz auch zu mir und hat mal Hallo gesagt, einfach so. Also da kommt im Prinzip der Politiker
zu den Pressevertretern und sagt, ja, schön, dass Sie wieder da sind. Und, also man wird da willkommen geheißen. Und wenn man aber richtig professionell ist, achso, noch was zur E-Mail-Adresse. Da schreibt man einfach hin, die gibt es auf bundestag.de auch einzusehen, wenn man da den NSA-Ausschuss googelt, hinschreiben, mein Name ist, geboren am, ich würde gern kommen zur Sitzung. Und dann hat man irgendwie einen Tag später, bitte? Ja, Geburtsort, ich habe es irgendwie, ich habe es die ersten 10 Mal ohne Geburtsort gemacht, ging irgendwie auch. Und aber ja, eigentlich steht drauf, man muss den auch noch hinschicken. Und dann kriegt man eine E-Mail mit, ja, Sie sind auf der Gästeliste, kommen Sie rum, bringen Sie ein Perso mit. Also total unkompliziert. Und wenn man es nicht so jedes Mal mit der Anmeldung haben will, macht man es wie Jonas. Ja, also ich habe am Anfang, bin ich halt auch ganz normal mit dem Gastausweis reingegangen. Mittlerweile mache ich es jetzt so, also ich studiere halt Journalismus und da habe ich halt auch kann mir einen Presseausweis ausstellen lassen und dadurch kann man dann eben so eine Bundestagspresseakkreditierung beantragen. Das ist jetzt so eine Tagesakkreditierung, die gilt dann immer maximal 2 Sitzungswochen. Hat halt den Vorteil, dass man sich nicht anmelden muss oder wenn jetzt irgendwie ein ganz großer Andrang ist und man vergisst vielleicht, sich früh genug anzumelden, dann könnte man jetzt mit dem Gastausweis theoretisch halt auch, könnte dann gesagt werden, naja, es gibt genug Anmeldungen, wir können sie nicht mehr zulassen, das passiert halt damit nicht. Aber hier nochmal ganz klar der Hinweis, das ist eben überhaupt nicht nötig, man muss da nicht als Presse akkreditiert sein, man kann da einfach ganz normal hingehen und ja. Und du kommst mit dem Ausweis immer rein durchs ganze Haus, mit dem Gastausweis. Ich hatte es schon gehabt, da stehe ich dann vor der Tür. Die Sitzung ist angekündigt für 11.30 Uhr. Davor gibt es diese Beratungssitzungen, die sind nicht öffentlich und danach aber oft die Statements. Und ich konnte halt nicht ins Haus, weil die meinten, ja, nee, 11.30 Uhr soll es ja erst losgehen. Aber ich wollte halt diese Statements mitschneiden. Und dann kommt man halt mit so einem Gastausweis dann manchmal nicht rechtzeitig rein. Aber das ist auch noch nicht so oft passiert. Genau. Ja, dann abschließend noch ganz kurz ein paar Worte zur Technik. Felix hat schon angedeutet, also am Anfang haben wir irgendwie unglaublich viel mitgeschleppt. Wir hatten irgendwie 3 oder 2 Biodynamic-Headsets und noch ein Mikrofon und Kopfhörerverstärker und noch ein H6, was ziemlich übertrieben war. Also wir haben uns dann draußen eben auf die Stufen gesetzt und das erstmal alles aufgebaut. Das hat auch ziemlich lang gedauert und das ist irgendwie auch nicht so toll, wenn man dann, also gerade André, der dann irgendwie 12 Stunden Live-Blog geschrieben hat, der war dann auch so, Leute, wollen wir mal loslegen, der will dann auch nach Hause. Oder also alle wollen eigentlich nach Hause. Das hat sich also als ziemlich untauglich herausgestellt. Wir haben jetzt eigentlich einen ganz einfachen Weg gefunden. Wir nutzen einfach hier die mobilen Aufnahmegeräte, in diesem Fall jetzt ein H6 und ein H1 von Zoom. Hier ist ja auch ganz ganz handlich. Also das funktioniert sehr gut, kann man den Leuten einfach vor die Nase halten. Hier vielleicht die Anmerkung, das H6 ist ja ein sehr tolles Gerät, aber es ist auch schwer. Und wenn man so eine Viertelstunde mit ausgestrecktem Arm die Statements abgreift, dann wird irgendwann der Arm ziemlich lahm. Da hat dann der H1 seine Stärke auf jeden Fall. Ja, im Prinzip war es das. Wenn man, das ist so das Abschlussbild, was man im Idealfall bekommt, wenn so die richtige Uhrzeit ist beim Sitzungsende, dann bekommt man noch diesen Anblick. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf technische-aufklärung gibt's dann .de gibt's noch mehr Infos und Kontaktmöglichkeiten. Und jetzt gibt's vielleicht noch irgendwelche Fragen von euch. So, gibt es Fragen? Ich reiche das Mikrofon rum. Ja, ich höre euren Podcast noch nicht, aber das hat mich jetzt sehr neugierig gemacht. Also ich werde ihn hören. Von daher hat der Vortrag schon mal sich gelohnt, wenn ihr noch einzelne Hörer zählt. Ich hoffe, ich habe es nicht verpasst. Könnt ihr noch mal was zum zeitlichen Aufwand sagen, den ihr da so betreibt? Weil also die Sitzung, die Nachbereitung, der Schnitt, das klingt für mich wie einen ganzen Tag eigentlich. Ja, ist auch richtig. Also wir haben schon den Anspruch, dass zumindest einer von uns die komplette Sitzung miterlebt. Und die geht ja, wie gesagt, durchaus mal 12 Stunden. Das heißt, man muss an dem Tag, wo die Sitzung stattfindet, sich eigentlich also einer komplett Zeit nehmen. Und die Nachbearbeitung, würde ich sagen, dauert auch nochmal so um die 2 Stunden. Also bei mir zumindest mit Schnitt und Veröffentlichen. Das heißt, man ist dann schon 14 Stunden damit beschäftigt, 14, 15 Stunden mit so einer Folge. Hat sich irgendwie so ergeben. Haben wir am Anfang auch, glaube ich, beide nicht so erwartet. Nee. Willst du noch was sagen? Ja. Und darum haben wir auch das mit dem Scripting irgendwann gestrichen, weil so Texte schreiben und dann nochmal durchsprechen und deshalb, das war einfach zu aufwendig. Komm, wir sprechen jetzt einfach ins Mikro, es wird schon. Das war ein Punkt, Zeitsparen dort. Dann teilen wir uns das ein bisschen auf, wenn es halt so am Vormittag so Statements gibt, die gibt es nicht so oft, maximal 2-mal am Tag gehen die wirklich vor die Kameras, das dauert dann auch ein bisschen länger. Das schneide ich dann, wenn Jonas drin sitzt, halt draußen irgendwie auf der Treppe oder auf der Bank, schneide ich schon mal diese Pieces vor, da ich dann abends auch weiß, was ich
anmoderiere und schneide und packe sie ja nur noch im Schnitt rein. Also, da kann man ein bisschen Zeit sparen. Ansonsten ja, das Drinsitzen, da braucht man halt viel Sitzfleisch, aber ganz ehrlich, man muss auch nicht immer permanent aufpassen. Es gibt leider so Fragerunden von gewissen Parteien, die fragen einfach eh nicht tief genug. Und da kann man dann so ein bisschen entweder sich mal ausruhen oder andere Sachen machen oder E-Mails schreiben und mal einen Flug buchen oder so. Also da ist ja, gibt es auch WLAN, wer dem traut und ein VPN hat. Strom, guter Punkt. Gibt es immer wieder Probleme. Es gibt Säle, die haben keine Bodentanks, da gibt es dann keine Steckdosen. Das ist ganz schlecht. Hatten wir drüben in dem anderen, im Europasaal. Und da, wo wir jetzt fast immer sind, was wir euch auch gezeigt haben, da gibt's Bodentanks und wir bringen alle immer Verteilerdosen mit. Man teilt dann mit denen, die jetzt gerade nichts haben. Barbara? Du? Man wird noch namentlich erwähnt, wenn man euren Podcast hört, finde ich super. Monetarisierung, ihr macht das ja aus, da gibt's ja nichts, ne? Gibt's da irgendeine Möglichkeit? Also ich weiß nicht, bei Netzpolitik mit einklinken oder ich finde es wahnsinnig wichtig, was ihr macht. Ja. Dankeschön. Also wir haben aktuell halt, nutzen wir auch Flatter, da kommt auch tatsächlich durchaus so viel rein, dass wir auch in der Bundestagskantine uns Essen kaufen können und auch die Gäste einladen können. Nee, das ist auf jeden Fall ein Faktor, der uns schon sehr erfreut. Also man kann halt dann, wenn man hingeht, muss man nicht um die Brote schmieren, sondern kann eben in die Kantine gehen. Und wir haben auch schon so Direktspenden mal per Überweisung bekommen. Aber natürlich ist das jetzt aktuell, wir betrachten das, glaube ich, beide als Hobbyprojekt. Wir haben da auch durchaus, haben da schon an Sachen gedacht, die wir vielleicht in Zukunft mal angehen wollen. Sind da halt auch noch echt so am Überlegen, wie wir das alles machen. Ist halt auch die Frage, wenn muss man dann irgendwie das beim Finanzamt anmelden, wenn man dann wirklich da irgendwelche höheren Summen einnimmt und sowas. Also wir denken drüber nach, aber aktuell ist es, glaube ich, ein Hobbyprojekt. Und ja. Wer das vielleicht auch im Internet oder im Stream sieht und das Ganze als politische Berichterstattung fördern möchte, auch dafür sind wir offen. Was natürlich schwierig ist, das werdet ihr verstehen, ist, wenn eine einzelne Partei oder eine Partei einer Stiftung sagt, super, finden wir toll, da muss man dann vielleicht zweimal hingucken. Aber ja, wir sind da, ich glaube, offen für alles. Ansonsten eine Patreon-Kampagne ist geplant, tada, richtet sich an die Hörer, natürlich für euch, wer uns da unterstützen möchte. Ansonsten danken wir natürlich den Flatterern. Wir haben es gerade gehört, Instacast, auch das lässt leider ein bisschen nach, weil viele ja über die Instacast-Subscription uns geflattert haben. Ich habe es mal ausgerechnet, ich glaube, wenn ich jetzt die Downloadzahlen mir angucke und dann die Anzahl der einzelnen Flatters, sind das 5% unserer Hörer. Zwei Fragen. Zum einen, du meintest vorhin, es gibt Abstimmungspausen, wo die Abgeordneten dann weg müssen im Bundestag. Wie lange dauern die und kann man da zwischendurch auch als Gast dann auch mal rausgehen oder muss man auch Punkt um 11.30 Uhr da sein und kann nicht zum Beispiel erst um 15 Uhr kommen, wenn die Sitzung dann dauert? Also die Unterbrechungen dauern meistens so eine halbe Stunde mindestens. Wenn es dann auch, ab und zu gibt es dann auch im relativ kurzen zeitlichen Abstand zwei Abstimmungen im Bundestag, dann bleiben die auch mal eine Stunde weg, also dann wird die Sitzung eine Stunde unterbrochen. Und zu der anderen Frage, also man kann als Gast auf jeden Fall später kommen. Wenn man sich angemeldet hat, kann man eigentlich kommen, wann man will. Die einzige Einschränkung ist vielleicht irgendwann am Abend, also vielleicht ab 9 Uhr oder sowas, da hat dann irgendwann der Einlass, macht dann dicht. Also die Leute, da gibt's eine Sicherheitskontrolle wie beim Flughafen, man muss halt durch so einen Metalldetektor gehen und die Taschen werden durchleuchtet. Die machen halt irgendwann auch Feierabend. Das heißt, irgendwann am Abend kommt man dann nicht mehr vielleicht rein. Aber ansonsten tagsüber ist es kein Problem und man kann auch meines Wissens rausgehen und oder wieder reinkommen. Ist alles kein Problem. Wie viel von diesen Abstimmungen finden da in der Regel statt? Pro Tag oder pro Sitzung? Also normalerweise, also der Regelfall ist eigentlich nicht, dass eine Abstimmung stattfindet. Also ich würde sagen, weiß ich nicht, bei jeder fünften Sitzung gibt es dann eben eine Abstimmung im Bundestag. Genau. Also ist nicht der Regelfall. Okay, vielen Dank. Nochmal euer Applaus.